Hallo, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den Betriebswirt, Betriebswirtin IHK, und zwar konkret um die Frage nach den Verdienstmöglichkeiten. Verdienstmöglichkeiten. Oder anders formuliert, was kann ein Betriebswirt IHK, was kann eine Betriebswirtin IHK verdienen. Und da hat es vor einigen Monaten einen Artikel gegeben im Stern und der hieß, fühlen Sie sich fair bezahlt? Und deswegen gebe ich dem Ganzen mal eine kleine Struktur. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist die Frage, was wird überhaupt verdient in Deutschland? Und wir schauen uns hier gleich mal ein paar Berufsgruppen an. In diesem Artikel wurde entschieden oder unterschieden in Männer und Frauen, denn der Schwerpunkt waren auch die Gehaltsunterschiede. Und wenn wir uns mal anschauen, Anwälte, da wurde dort ein Bruttomonatsgehalt angegeben für die Männer von 6.309 und für die Frauen von 5.083. Für Geschäftsführer bzw. Bereichsleiter, ja, schon eine kaufmännische Sache hier, das Anwalt ist ja eine juristische Sache, Geschäftsführer, Bereichsleiter, da findet man auch Betriebswirte, 7.867 und Frauen 5.909, also schon erhebliche Unterschiede auch hier. Und für einen Unternehmensberater haben wir hier 5.700 für einen Mann und 4.322 für eine Frau. Jetzt werden Sie mit Recht sagen, ich bin aber doch kein Unternehmensberater, ich bin oder will machen den Betriebswirt IHK. Aber wir haben schon mal eine Vorstellung, wie viel da in einer Spitzengruppe verdient wird. Denn viel größere Zahlen als die hat man in dem Artikel nicht gefunden. Also, was verdient der Betriebswirt, die Betriebswirtin IHK? Wenn man da ein bisschen recherchiert, dann stellt man fest, es hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab, also es streut und hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab, nämlich je nach Bundesland. Tendenziell im Süden Deutschlands mehr als im Norden. Dafür sind natürlich auch die Mieten und die Lebenshaltungskosten generell entsprechend höher, je nach Bundesland und je nach Berufserfahrung. Ja, nach Alter darf man das heute nicht mehr abstufen, das wissen Sie nach AGG, aber je nach Bundesland und je nach Berufserfahrung. Und je nachdem kommen wir hier auf Zahlen zwischen 3.000 bis 4.000 Euro brutto monatlich. Und das sind natürlich jetzt nicht so dramatisch berauschende Zahlen. Und deswegen ist der dritte Teil, der dritte und letzte Teil dieses kleinen Videos, wie kann ich als Betriebswirt IHK mehr verdienen? Fragezeichen. Machen wir es bitte mal Folgendes klar. Das sind Sie. Ja, und den Betriebswirt IHK, den gibt es ja so eigentlich gar nicht. Ja, es gibt ja bestimmte Positionen, es gibt den Geschäftsführer, den Bereichsleiter, den Anwalt. Wir haben uns das gerade angeschaut. Aber es gibt in dem Sinne ja nicht den Betriebswirt IHK, sondern es gibt immer nur einen Menschen und dieser Mensch hat ein Persönlichkeitsprofil und unter anderem hat er eben dann sozusagen eine Urkunde und da steht drauf, dass er einen Abschluss gemacht hat, Betriebswirt IHK, und das bedeutet, er hat praktisches Wissen erworben. So, die Frage ist, was bringt praktisches Wissen? Praktisches Wissen bringt mehr als theoretisches Wissen. Aber praktisches Wissen an sich bringt zunächst mal gar nichts. Ja, dieser Spruch Wissen ist Macht ist falsch. Sondern Wissen bringt erst dann etwas, wenn man das Wissen umwandelt in Problemlösungsfähigkeit.
Lösungskompetenz. Und das ist Ihre Aufgabe, wenn Sie mehr verdienen wollen. Einer meiner Lieblingssprüche heißt, wer das tut, was alle tun, der kriegt das, was alle kriegen. Ausrufezeichen, kein Fragezeichen. Ja? Wer das tut, was alle tun, der kriegt das, was alle kriegen. Wo die Spitzengruppe liegt, haben wir gesehen. Wo so etwa der Durchschnitt liegt, haben wir gesehen. Wenn Sie also aus dem Durchschnitt rauskommen wollen, ich halte es nochmal fest, müssen Sie das erworbene Wissen, das in der Urkunde dokumentierte Wissen, umwandeln in Problem. Lösungskompetenz. Und zwar nicht irgendein Problem, sondern fokussiert auf ein brennendes Problem. Sie verdienen nämlich genauso viel, wie jemand bereit ist, für Sie zu zahlen. Und jemand ist bereit, für Sie viel zu zahlen, wenn Sie brennende Probleme lösen. Für dieses Wort brennende Probleme gibt es noch ein paar andere Ausdrücke. Brennende Probleme nennt man auch Kittel, Brennprobleme. Ja, wenn jemand der Kittel brennt, dann kann man sich vorstellen, dass das für den dramatisch ist. Und wenn jetzt jemand ist, der sagt, ich kann dein Problem lösen, dann ist derjenige bereit, dafür sehr gut zu bezahlen. Ja, brennende Probleme. Das ist kurz gesagt alles, was dringend, nervend, ärgerlich ist. Dringend, nervend, ärgerlich. Ja, das sind brennende Probleme und da reagieren Menschen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Lösung oder auch nur einen Lösungsansatz für ein brennendes Problem, dann ist man bereit, mehr zu bezahlen. Das ist eine einfache Wahrheit, wie man aus diesem Durchschnitt rauskommt. Wenn Sie unter dem Video klicken auf den Link, hier unter dem, gleich unter dem Video und sich dann eintragen, dann bekommen Sie nochmal in so einer Art Thesenpapier die wesentlichen Elemente dieses Videos, auch mit Quellenangaben und Zahlen. Klicken Sie also auf den Link unter dem Video und tragen sich ein. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.